Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Unsere Feierabend-Inspiration geht in eine nächste Runde. Schön, dass Sie bei dieser Ausgabe wieder mit dabei sind. Fragen können Sie gerne via YouTube-Channel einbringen. Wir werden sie im Verlauf des Gesprächs beantworten. Und damit begrüße ich ganz herzlich bei uns im Studio den Philipp Sauber. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, Philipp Sauber, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein Bild von dir haben, könntest du uns ganz kurz deinen Werdegang schildern? Ich habe eine technische Lehre gemacht. Das ist allerdings schon sehr lange her. Ich habe dann ein Studium gemacht als Elektrotechniker. Da hat man noch nicht von der Digitalisierung geredet. Digital ist vielleicht von der Uhr her bekannt gewesen, Digitaluhren. Ich bin dann ziemlich schnell im Verkauf rein. Das Produktmanagement bei Jungs und Pfister in einem Grosshandel. Und habe dort auch die ganze Akquiriererei so ein bisschen von der Pike aufgelernt. Ich bin dann noch ins Ausland, 3 Jahre auf Holland, und bin dann eigentlich zurückgekommen. Dann erst die Unternehmen gestartet, bin als Partner eingestiegen. Und das ist dann eigentlich gelaufen, so rund 20 Jahre, bis ich dann im Frühling, im März 2019, die letzte Firma, eigentlich die grösste und entscheidendste, das war eine Digitalagentur, den Serviceplan verkauft habe. Das ist eine internationale Agenturgruppe. Und seitdem allein unterwegs bin. Sehr vielfältige Laufbahn. Was ist denn aktuell deine Beschäftigung oder Hauptbeschäftigung? Ich habe mir dann ein halbes Jahr Zeit genommen, mir überlegt, was ich machen will. Das haben wir einen Haufen empfohlen. Die mir das empfohlen haben, haben das selber dann aber nicht hergebracht. Ich habe das aber auch gemacht. Bin ein halbes Jahr mit Leuten getroffen. Bin mit der Familie ein bisschen in der Ferien gewesen. Und haben dann gesehen, dass so das Thema das Betreuen, das Coachen, das Sparring von Unternehmern ich spannend finde, von KMUs, und das geht über das Thema Verwaltungsrat sehr gut. Da ist auch eine gewisse Bindung da, das Commitment von beiden Seiten, dass das Mandat wird eingetragen auf der einen Seite, aber ganz wichtig ist mir dort auch so die Kredibilität der Mitarbeiter. Darum mache ich eigentlich keine Beratungen, sondern schaue, dass ich, wenn etwas Sinn macht, in einen Verwaltungsrat gehe und dann daraus aber auch ein Projekt machen oder so Interimsmanagement-Jobs. Das macht unheimlich Spass. Was sind denn das für Verwaltungsräte? Hast du ein paar Beispiele? Ja, da ist ein bisschen alles dabei. Von logischerweise Agenturen, Medienagenturen, CI Branding-Agenturen. Es ist auch ein Druck. Betrieb dabei aus dem VSD Ecker, wo sich auch so ein bisschen in die digitale Ecke offen positioniert oder dran ist. Da gibt es aber Unternehmen, die sind zum Beispiel im Bereich von Mountainbike Zubehör. Das geht um Tubeless, um schlauchlose Pneu dabei, also Produktevertrieb über ganz spannende Kanäle. Dann reden wir dann auf einmal so von D2C und so weiter. Da hat es eine Firma, die ein Ökosystem im Bereich von der Mobiltelefonie aufbaut. Sharely habe ich jetzt neu angefangen, das finde ich super spannend. Das ist eine Plattform, wo ich meine Bohrmaschine, die ich nur einmal im Jahr brauche, reinstelle und dann ein Peer-to-Peer-Netzwerk darstellt, so die Circular Economy-Thematik. Bantik macht im Incentivierungsbereich von Mitarbeitern Gucci und so weiter. Also es ist querbeet alles dabei, wo ich mich angetragen wird und wo ich dann auch spannend finde. Es klingt nach sehr viel Arbeit. Was ist denn da der zeitliche Aufwand? Ja, nein, wenn jetzt zwei gute Handvoll so Mandate sind, dann kann man ja ausrechnen, haben die im Schnitt vier so Sitzungen im Jahr, vielleicht fünf. Dann sind das gerade etwa eine Sitzung pro Woche im Schnitt. Logischerweise konzentriert sich es dann noch mal so ein bisschen auf Vor- und nach der Ferien. Aber das ist überschaubar. Ja. Mehr Aufwand geben sicher die Interimsmanagement-Jobs. Aber auch dort, das ist viel entspannter, als ich das früher noch hatte. Es ist noch spannend, man redet ja selten über den Verwaltungsrat, so öffentlich. Was würdest du jetzt sagen, was ist der Mehrwert, den ein Verwaltungsrat einer Firma bringen oder soll bringen? Ja, das ist eigentlich das Wichtigste beim Auswählen. Oder? Wenn ich in einen VR oder wenn ich angefragt werde oder wenn es ein Thema wird, dann muss man irgendwie einen Mehrwert bringen im VR.
in einem Gebiet, wo noch niemand anders unterwegs ist. Also es nützt nichts, wenn einer in den gleichen Themen schon im Verwaltungsrat ist, wie ich das bin. Und dann ist es natürlich spannend, vor allem wenn man jetzt in so vielen Bereichen, in vielen VS und in vielen Bereichen unterwegs ist, da gibt es immer wieder Synergien vom einen zum anderen. Und ich weiss das auch selber als Unternehmer, ich hatte einen Verwaltungsrat, zwei, drei ganz, ganz gute Typen dabei gehabt, und die sind halt auch so eine Art so ein Sparring, oder? Man ist ja als Unternehmer sehr oft auch allein und man kann ja das, kann man es daheim diskutieren, aber will man ja vielleicht auch nicht alles mitnehmen mit den Mitarbeitern, vielleicht auch nicht unbedingt, und dann ist man froh, wenn man jemanden hat, wo man mit dem kann reden und mal ganz, ganz unverbunden ein Thema diskutieren, wo halt der VR schon ein Dutzend Mal erlebt hat. Was bringst du konkret jetzt im Verwaltungsrat hinein? Ja, das ist eigentlich das Wichtigste gewesen. Ich habe mich auf drei Themen konzentriert und nicht einfach gesagt, ich kann alles. Als Unternehmer ist man logischerweise in allen Bereichen irgendwo ein bisschen unterwegs, aber ich habe das nicht intelligent gefunden. Und das sind sicher die Themen mit der Digitalisierung. Das zieht im Moment wahnsinnig gut, wenn man noch weiss, wie man das Wort muss beschreiben. Marketing und Sales sicher auch. Und dann ist das Unternehmerthema logischerweise auch noch etwas, wo mitkommt, eben das Sparring. Das sind so die drei Themen. Und wenn das jemand interessiert, dann kann es ein Match geben. Und sonst, wenn sich jemand im Bereich Finanzen oder HR jetzt spezifisch nur jemanden reinholen, dann bin ich der Falsche. Aber logischerweise fängt man dann so Themen auch anspielen, wenn man dann mal neu mit dabei ist. Du hast gesagt, du bist angefragt worden. Ist das jetzt überall der Fall gewesen, oder bist du auch auf gewisse Firmen zu? Nein, das hat sich schon ergeben jetzt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen, als ich aufgehört habe. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht, ist das Netzwerk aufbauen. Das klingt immer so wahnsinnig schlau. Ich habe ein grosses Netzwerk und dann schaut man, wie viele Xing-Kontakte man hat oder LinkedIn-Kontakte. Aber das war etwas, das ich wirklich gepflegt habe. Und das hat in den ersten paar Monaten, als ich draußen war, hat das wahnsinnig gut gespielt. Und so hat sich das ergeben. Also ich bin jetzt nicht, ich glaube es nicht, ich wüsste jetzt nicht einen, wo ich angerufen habe und gesagt habe, ich würde gerne im VR, und dann hat das funktioniert. Kann man vielleicht mal noch machen. Also schließe ich überhaupt nicht aus. Aber das hat sich so durch Gespräche hat sich das ergeben. Oder? Viele haben auch gesagt, komm zu uns und hilf uns irgendwie digitalisieren oder hilf uns im Bereich Marketing und Sales. Und ich habe dann gesagt, ich mache kein Projekt und Beratung, weil das habe ich 20 Jahre gemacht und das habe ich nicht mehr wollen. Und habe gesagt, ich komme zu euch in den Verwaltungsrat rein und dann kann man dort draussen Sachen machen. So hat sich dann das ergeben. Du hast gesagt, du hast eine grosse Erfahrungsschatz. Du hast Unternehmen gegründet, aufgebaut, auch wieder verkauft. Du weißt, wie man ein Unternehmen erfolgreich führt. Was ist das Erfolgsrezept? Gibt es überhaupt eins? Ja gut, also schlussendlich kommt es darauf an, wie man den Erfolg für sich definiert. Es gibt Unternehmer, die sind froh, oder für die ist es erfolgreich, wenn sie bis 65 regelmäßiges Einkommen haben und Mitarbeiter können beschäftigen. Es gibt andere, wie jetzt gerade enorm viele unterwegs sind, wo ich jetzt auch immer mehr kennenlernen in dem Start-up-Bereich, wo Firmen rauffahren und dann möglichst schnell verkaufen und dann wieder das Nächste anfangen. Bei mir war es schon auch so, dass ich das nicht wollte, den Rest des Lebens machen, weil es auch irgendwo durch abgenützt hat, das Projekt-Business in der Agentur. Du musst ja dann wieder neue Aufträge reinschaufeln. Und darum war mein Ziel immer, das habe ich schon lange gesagt, dass ich mit 50 will hören oder mindestens rausgehen. Das ist mir dann ein bisschen früher gelungen, aber das ist dann mehr Glück gewesen als Verstand. Und darum würde ich sagen, so ein Erfolgsrezept ist, sich sicher ein Ziel setzen. Und ich habe bis heute auch keinen kennengelernt, der dann das so mit links erreicht hat. Also wirklich hart arbeiten gehört, glaube ich, einfach dazu. Was immer meine Devise war, ist, das habe ich meinem Freund am Studium haben wir immer gesagt, lieber schnell und falsch als lang überlegt, dann zwar richtig, aber zu spät. Also heute sagen wir dann irgendwie fail fast. Das war etwas, was ich immer gemacht habe, extrem viel ausprobiert. Und
bin auch auf die Nase gefallen. Wir Schweizer fallen ja generell eher selten auf die Nase, darum hat das auch nie eine Rolle gespielt. Sicher viele Sachen ausprobiert. Ich würde sagen, die Faktoren machen so 50% aus. Und 50% ist einfach Glück. Also dann habe ich einfach Schwein gehabt. Ich habe mir ein Allschwein schon, dass wir da auf die Welt gekommen sind. Und das hat sicher einen sehr grossen Beitrag noch dazu geleistet. Ja. Du sprichst schon so, hat sehr viel auch mit Einstellung zu tun. Du hast ja gesagt, ständig Aufträge generieren, Kunden gewinnen, aufbauen, halten. Wie macht man das, vor allem jetzt auch im B2B-Bereich? Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das sind natürlich sehr viele Firmen, kämpfen mit dem, weil es meistens also im KMU-Umfeld auch von zwei, drei grossen Kunden dann leben und sich gar nicht so mit dem auseinandersetzen. Ich habe das, wie gesagt, immer von der Kaltakquise bis zum Loyalty-Thema mit Kunden habe ich das immer komplett durchgespielt. Die Kaltakquise, das war etwas, wo ich das Gefühl hatte, das hat es gebraucht früher. Da gibt es Leute, die sagen, das bringt nichts. Ich bin nach wie vor der Meinung, akquirieren ist gut. Wenn natürlich der Lead schon ein bisschen warm ist, ist es einfacher, ist klar. Und darum denke ich, so im B2B-Umfeld ist die Lead-Generierung super wichtig. Wir haben gestern in einer Firma ein Newsletter rausgelassen und auf irgendwie 1700 Adressen und auf ein Whitepaper gelinkt. Und haben irgendwie heute am Nachmittag hat mir dann der Chef geschrieben, irgendwie 100 Downloads von dem Whitepaper. Und wenn ich die natürlich jetzt nehmen kann und dann von denen vielleicht 20 anrufen oder die angehen, dann ist das schon mal viel, viel besser. Oder? Und nachher, wenn ich einmal irgendwo akquiriert habe, dann geht es natürlich darum, dass man kann halten. Und da muss man heute, das gilt ja für die Firmen selber, einfach mit Know-how aufbauen. Also man muss diesen Kunden irgendwie mehr als jetzt nur gerade irgendwo die Dienstleistung liefern, sondern die müssen noch irgendwie merken, da komme ich noch ein bisschen mehr über, als ich vielleicht bei einer anderen Firma bekomme. Die erzählen mir noch, was sonst noch in der Branche läuft oder wie ich sonst noch weiterkomme. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Oder? Und nicht einfach den Job machen und fertig. Dann kommt ein anderer und erzählt mir das ab und dann sind sie schnell weiter. Und die Loyalität der Kunden, die ist ja heute, wie früher, wahrscheinlich auch nicht überall immer nur gut. Kunden wollen inspiriert werden. Genau. Stichwort hast du gerne Kaltakquise. Das machen ja die wenigsten gerne. Bist jetzt du der Meinung, es braucht es gleich noch? Oder wie siehst du jetzt vielleicht auch die Mischform heutzutage mit dem Inbound-Marketing? Hast du es vorhin kurz angeschnitten, das Thema? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen präzisieren. Ja, ich glaube, also einfacher ist es, wenn ich Leads kann generieren kann. Aber die generieren natürlich auch nicht einfach so. Also ich muss ja irgendwo dann so in den Bereich Content Marketing hineingehen, muss irgendeinen Inhalt entwickeln. Ich denke, das, was ihr da macht, ist auch so etwas. Also ich tue ein Inhalt bieten, oder? Das kann ein Webinar sein oder so etwas, wie wir da machen. Es kann aber auch ein klassisches Event sein. Das haben wir sehr lange gemacht. Also sie werden Breakfast, die haben sehr gut funktioniert. Aber das ist natürlich auch ein Aufwand und das muss ich auch gut machen. Oder? Ich muss auch guten Inhalt bieten. Sonst passiert dort genauso wenig. Und dann ist vielleicht auch kalt akquirieren. Manchmal ist es einfach einfacher. Ich mag mich erinnern, ich habe am Anfang so 2000 umeinander habe ich Firmenverzeichnis von der Stadt Dübendorf und so weiter angeschaut und habe dort denen oben runter telefoniert und so akquiriert und das hat auch funktioniert und irgendwann habe ich das nicht mehr machen müssen, weil einfach dann das CRM so voll war mit den Leads, dass man dann von denen hat können zehren. Aber angefangen habe ich auf jeden Fall so. Aber ich würde jetzt sagen, dass das alle machen müssen. Aber ich habe es sinnvoll gefunden. Mhm. Du schreibst auf deiner Webseite, seit 1991 bist du in der Welt von der Digitalisierung und Marketing unterwegs. Was ist Digitalisierung? Genau, ja. Genau, Elektrotechnik hat natürlich, wir haben dort angefangen so mit Computernetzwerken und die ersten E-Mail-Adressen sind rausgekommen und so weiter. Und sehr oft holen mich die Leute und sagen, ja, wir wollen etwas digitalisieren. Oder? Und Digitalisierung ist ja eigentlich nur ein Prozess. Das ist ja nicht ein Bereich in einer Firma wie eben Marketing oder Produktion oder so, sondern ich digitalisiere Produktion oder ich digitalisiere das Marketing. Oder so. Und darum ist eigentlich Digitalisierung für mich das Umsetzen von Use Cases in Soft- und Hardware. Also, dass ich irgendwo einen Anwendungsfall habe, wo ich nachher mit Hilfe von digitalen Hilfsmitteln
kann abbilden. Mehr eigentlich nicht. Das ist es eigentlich. Und ich glaube, da kann man sich auch relativ schnell ein Bild dazu machen. Klar muss man ein bisschen verstehen, wie das hinten durch funktioniert. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass man die Use Cases sauber rausschält und dann schaut, macht es Sinn oder nicht, das etwas umzusetzen. Und du begleitest oder hast du Unternehmen in diesem ganzen Prozess begleitet? Genau. Und dann geht es halt dann. Genau, das Wichtigste ist natürlich, und ich glaube, das ist auch das, was die Firmen ein bisschen erwarten. Du kannst nicht in einer Verwaltungsratssitzung sitzen, viermal hintereinander und erzählst nie etwas. Also die erwarten natürlich logischerweise von dir auch, dass du irgendeinen Beitrag leistest. Und ich glaube, man muss dann einfach ein bisschen mehr können erzählen, als wir als selber schon wissen. Weil die wissen ja alle, die haben ja alle eine Ahnung von ihrem Business dann sowieso. Aber man muss dann so ein bisschen die nächste Geländekammer können aufzeigen. Und ich glaube, das ist dann der Unterschied von jemandem, der das schon irgendwie über 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang gemacht hat oder das Thema kennt. Einfacher jetzt einen Schritt weiterzukommen als jemand, wo sich erst ein bisschen anfängt, damit zu beschäftigen. Und darum ist das der ausschlaggebende Punkt, dann nachher diesen Firmen können zeigen, was ist irgendwie morgen. Jetzt reden wir von E-Commerce, morgen reden wir von Ökosystem oder jetzt reden wir von E-Commerce und morgen reden wir von weiß nicht, der Blockchain oder so. Also das sind so Themen, wo ich mir selber extrem reinknüpfe, dass ich das weitergeben kann. Ja, du sagst, es ist ein kompliziertes Thema allgemein. Also das wandelt sich auch sehr schnell. Du siehst viele Unternehmen, die sich auch schwer tun mit Digitalisierung. Was ist denn dort das Problem? Oder wie können die an das Thema angehen? Was hast du da einen Rat? Oder ein das ist allerdings eine grosse Herausforderung. Und das haben wir oft. Am Schluss sind es ja die Leute, die den Mindset oder den Mindshift mitmachen müssen. Und es gibt natürlich Industrien, also gerade da die wo wir da auch drin sind, die Druckindustrie, wo jetzt Fail-Fast-Kultur, also hohe Fehler-Toleranz, nicht gegeben ist. Oder? Weil ich kann ja nicht irgendwie etwas falsch drücken, geht ja nicht. Oder? Ich kann nicht schnell machen, jetzt mache ich es halt nochmal. Also das funktioniert nicht. Also die sind ganz anders gewickelt. Als jetzt jemand, der in der digitalen Welt unterwegs ist, in der Kommunikation, der lässt mal etwas raus. Also wenn ich einen LinkedIn-Post rauslasse und der ist falsch, dann lösche ich wieder oder ich korrigiere. Da passiert noch nichts. Oder? Und ich glaube, der Shift bei den Leuten ist wichtig, dass man den herbringt. Und das bringst du aus meiner Sicht nur mit Ausbildung an, mit Aufzeigen, was die Leute machen können. Mitarbeiterentwicklung, oder? Sonst geht das nicht. Also die muss man mitnehmen auf die Reise. Oder? Und dann heisst es immer, der will ja nicht. Das hat meistens nicht mit dem Mitarbeiter zu tun, weil er nicht will, sondern er kann nicht. Oder? Er sieht irgendwie nicht, wie er jetzt da auf den nächsten Level kommt und sich dann auch ein bisschen digital wohler fühlt. Und das muss man denen irgendwie können vermitteln. Und das hat mit dem Unternehmer zu tun, nicht mit dem Mitarbeiter. Ja, das heißt in dem Fall auch, dass sicher die Führung auch dort natürlich drin ist und mitmacht und das sieht. Genau. Oder es gibt Firmen, wo es von oben kommt, oder? Also, wo man merkt, jetzt müssen wir etwas machen. Oder? Und dann gibt es auch Firmen, wo es von den Mitarbeitern auskommt. Also zwei, drei innovative Leute hast, wo das dann eindrücken in die Firma rein und bringen. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch, das ist umso besser. Das sieht man auch, aber es ist natürlich auch schwieriger, oder? Die Leute, wenn sie dann anstoßen, zwei, drei Mal, dann sind sie weg und machen es noch immer den Untersten. Jetzt gerade beim Thema Digitalisierung ist ja wichtig, dass man auch die Angebote kann digitalisieren, verfügbar machen. Wie gehen das die Firmen an oder wie gelangen sie in neue Kanäle? Was kannst du da erwarten? Also du meinst, wie das Inhalt verbreitet. Ich glaube, das hat heute, oder Kanäle nutzen, ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Jahren gar nicht so wahnsinnig geändert, das Angebot der Kanäle. Klar, jetzt kann man von Snapchat und Twitch und weiss der Teufel was reden. Ich glaube, das ist jetzt da vor allem nicht unbedingt Zielgruppen, um in die Ecke hineinzugehen. Ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, sich zuerst einmal um Twitch zu kümmern. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen, wie man den Inhalt aufbereitet und so bringt, dass die User-Zentriertheit gegeben ist. Glaube, früher hat man einfach ein bisschen senden. Ich glaube, generell senden ist schon mal gut. Oder? Es machen zu viele Firmen,
in diesem Awareness-Bereich zu wenig. Also von denen hört man einfach nie etwas. Sei es in der Presse, das kann ja gedruckt sein, völlig egal. Sei es irgendwie über einen Newsletter, sei es auf LinkedIn, also ich rede jetzt immer vom B2B-Bereich, wo viel zu wenig gemacht. Ich glaube, mal so einen Flow muss gehen sein. Und dann muss man natürlich schauen, dass man mit allen Messages, die man rauslässt, probiert, bei der Zielgruppe irgendein Problem zu lösen. Weil sonst wird es zu banal und das checken die Leute heute einfach. Oder die haben ja so ein Informationsangebot heute, dass sie sich nicht etwas reinziehen. Also die sitzen jetzt nicht da eine halbe Stunde vor dem Monitor, wenn das ihnen nichts bringt. Also ich glaube, dort ist viel wichtiger zu investieren, als sich jetzt überlegen, durch welchen Kanal pushe ich jetzt meine Themen raus. Also sich auch mal getrauen und einfach dann mal auch rausgehen, vor allem einmal. Genau. Also ich glaube, das machen die ja da sehr gut. Das ist ja genau so etwas, oder? Man hätte jetzt da können, viel, viel grösseren Aufwand betreiben für das. Das würde aber gar nichts bringen. Das ist perfekt so, wie es ist. Und die Leute schauen das an und das funktioniert. Oder? Und wenn das Thema nicht das Richtige ist oder wenn wir irgendetwas haben, dann könnt ihr das schnell ändern. Oder? Und man muss einen Haufen Geld ausgeben, dass das wieder funktioniert. Und ich glaube, so muss man heute einfach mal muss etwas probieren. Und wenn es nicht geht, das Internet, da gibt es keinen Shitstorm wegen so etwas, was da passiert. Mhm. Welche Formen von der digitalen Kommunikation müssen denn Unternehmen jetzt auf dem Radar haben? Das verstehe ich nicht. Was meinst du mit dem? Gibt es jetzt Neuerungen? Also es gibt ja eine wahnsinnige Entwicklung auf dem Markt. Gibt es etwas, wo jetzt Unternehmen, wo du sagst, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, vielleicht auch, da müssen Unternehmen fit sein in diesem Thema. Ja. Da müssen sie sich daran anwagen. Da glaube ich. Oder es gibt, also was jetzt, die neue Revolution, mindestens so gross wie das Internet war, ist jetzt das ganze Dezentralisierungsthema. Eben. Blockchain, das ganze Krypto-Thema. Da wird wahnsinnig viel passieren. Oder da werden sehr grosse Unternehmen auch sich müssen den Shift hergeben. Also da rede ich von Player wie Amazon oder so, wo heute alles sehr, sehr, sehr zentralisiert gehandelt ist. Das ist ein Riesenthema. Unendlich komplex. Oder? Aber ich glaube nicht, dass jetzt Firmen hier in der Schweiz im KMU, im B2B-Umfeld sich um das Thema kümmern. Auch die ganzen Parallelwelten, oder? Die Metaverses, die jetzt im Kommen sind. Das wird in 20 Jahren oder so wird das gang und gäbe sein. Aber ich glaube, da verpasst jetzt keiner etwas, wenn er sich nicht dort reinstürzt. Ein Film, den ich schauen würde, gerade in diesem Zusammenhang, ist Ready Player One von Spielberg. Da sieht man mal, was so Parallelwelten in der Zukunft wie das könnte aussehen, ist extrem eindrücklich, abgefahren auch völlig. Aber das glaube ich nicht, dass sich da die Unternehmer darum kümmern. Ich glaube vielmehr, vielleicht haben sie eine in der Firma, die sich mit dem beschäftigt. Und ich rede jetzt nicht von einer Softwareentwicklungsfirma oder so. Und ich auch dabei bin ich einer im VR, aber das meine ich jetzt nicht. Ich glaube vielmehr, sich darum kümmern, was die Kunden wollen und eben die in der Kommunikation die richtigen Themen spielen, das ist viel, viel wichtiger. Danke auch noch für den Filmtipp. Super. Ja. Du hast ja diverse Kampagnen geführt, erfolgreiche Kampagnen geführt. Wie gelingt das, eine erfolgreiche Kampagne? Ja, das ist ja das, was man in der Agentur immer sagt. Oder? Wenn jemand einen Shop will, dann meint er immer, gerade, man sitzt da und fängt an zu programmieren. Aber das ist die ganze Strategie vorerlegen. Das verpasst man meistens. Und darum habe ich immer sehr stark auf das Thema Aufbau mit Personas, das User-Centric-Thema, sehr stark gespielt. Oder auch viel mit Interviews geschafft, mit der Zielgruppe, um herauszufinden, was sind eben genau so die Probleme, die Firmen haben und wie kann ich die nachher lösen? Oder wie bringe ich nachher Inhalt her, der dann das Problem löst? Ich glaube, wenn ich das habe, dann habe ich mindestens die Hälfte von der Kampagne gemacht und dann muss ich die Leute erreichen. Und das erreiche ich über organische, also auch Owned Media, also meine Kontakte, die ich schon habe, Anzahl LinkedIn oder Anzahl YouTube-Abonnenten und Newsletter-Abonnenten. Aber dann muss ich natürlich auch im Media-Bereich hineingehen. Also dann muss ich irgendwann einmal anfangen, Geld dafür ausgeben, dass die Themen gesehen werden. Ich glaube, das machen viele nicht. Und dann ist es frustrierend, wenn du am Schluss irgendwie mit 20 Views dastehst oder 3 Downloads und alles sind solche aus deiner Bekanntschaft raus. Also das muss schon auch
mal dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, jetzt machen wir mal Google Ads oder jetzt gehen wir mal ein Radio oder irgendeinen Kanal. Ja. Spricht sehr auch für die Agenturen, die jetzt auch strategisch angehen und sich eben die ganze Kampagne auch im Vorhinein sauber das aufgleisen. Die Problematik ist ein bisschen, der Kunde will für das wie nicht so zahlen, weil er es nicht so sieht. Oder? Das, mit dem kämpfen wir natürlich immer. Oder? Also man will eigentlich nur für das zahlen, was dann wirklich direkt etwas bringt. Und das funktioniert einfach nicht. Oder? Ich kann nicht eine Kampagne starten, ohne dass wir vorher ein sauberes Konzept gemacht haben. Du unterrichtest ja auch und hast über mehrere Jahre Ihnen auch gewisse Entwicklung vielleicht gesehen. Gibt es da Veränderungen? Stellst du etwas fest an den Lektionen, am Unterricht oder an den Studierenden? Ehrlich gesagt, nein. Ich bin jetzt, glaube ich, seit über 12 Jahren oder 13 Jahren unter anderem an der HWZ. Und da hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Mit Corona natürlich jetzt massiv. Das ist klar, da haben die alle müssen reagieren, aber sonst eigentlich nicht. Was sicher gekommen ist, ein bisschen inflationär, sind jetzt neue so CAS oder neue Lehrgänge. Da geht's jetzt, kannst du ja mittlerweile glaub, sogar zum Thema Blockchain Sachen machen. Das wird wahrscheinlich einfach schwierig dann für potenzielle Studenten, dass sie noch herausfinden, wo sie sich dann jetzt genau spezialisieren wollen. Ich glaube, dort ist am meisten passiert. Ich habe angefangen, bei der HWZ hat man den ersten Social Media CAS gemacht. Das war noch sehr handzärmlich, logischerweise. Der ist heute sicher viel, viel professioneller gemacht, auch inhaltlich und so weiter. Aber vom Vermitteln vom Stoff und so weiter ist man da immer noch etwas ähnlich. Ich setze dann jetzt meine Kurs Miro ein, als digitales Whiteboard als Beispiel oder so. Das hat man früher sicher nicht gemacht. Da war mehr an der Tafel vorne gewesen. Aber sonst ist das eigentlich noch recht ähnlich. Ja. Würdest du jetzt sagen, sind es fitter geworden im Bereich des Digitalen? Ja, also ich meine, die Erwartungen sind irgendwo durch auch höher, oder? Es ist ja, ich sage jetzt mal, wenn man über Social Media etwas erzählt, dann ist die Gefahr immer da, dass irgendeiner im Zimmer mehr Bescheid weiss in irgendeinem Bereich als ich, weil er gerade vor einer Stunde irgendwo etwas gelesen hat. Oder? Das ist ja ein bisschen so. Mit dem kämpft man vielleicht manchmal ein bisschen, aber ich sage jetzt mal, der Durchschnitt von den Studenten, die sind immer noch gleich unterwegs, einfach auf einem höheren Niveau. Aber du kannst ihnen noch viel vermitteln. Aber ich, als Dozent in so einer Fachhochschule, bist natürlich auch, denen musst du auch etwas bieten. Also es geht genau ums Gleiche. Oder? Die müssen irgendwie merken, dass du ihnen etwas erzählst, was es nachher weiterbringt. Denen musst du auch irgendein Problem lösen. Vielleicht hat sich das geändert, aber ich mache das eben erst seit 12 Jahren. Ich kann nicht sagen, wie es früher bei mir im Studium war es schlimmer. Dort hat das Skript im 1994, also 1972, das ist noch auf der Folie oder auf dem Blatt drauf gestanden. Das gibt es heute nicht mehr. Wo denkst du denn, sollte die Aus- und Weiterbildung hingehen? Siehst du da einen Weg, wo sie sich verändern sollte? Oder wie siehst du das? Ja, also ich bin kein Experte überhaupt nicht, was so Institut betrifft. Ich glaube aber, was man heute dringend machen sollte, ist in den Firmen das Thema aufnehmen. Wir machen jetzt gerade in einer Firma so eine Academy, wo Mitarbeiter meistens so Kurs zusammenstellen zu Modulen. Und man dann die intern abhalten. Logischerweise auch wieder online, also die kann man sich dann irgendwann anschauen. So ein bisschen inspiriert von Coursera, edX und so weiter. Das sind die Online-Unis, die Kurse aggregieren von der ganzen Welt. Das ist auch das, was ich seit jetzt 2 Jahren jeden Morgen mache. Das sind dann so Zertifikate, die man bekommt. Mit denen kann man kein MBA holen und so weiter. Aber ich kann mir sehr spezifisch und sehr genau Wissen vermitteln, wo ich zum Teil am gleichen Tag noch irgendwie einen Betrieb umsetzen kann. Ich glaube, das ist mehr das, was es braucht. Also kleine Happen aus den Firmen raus, die Leute motivieren, dass sie das auch selber machen. Ich denke, das bringt am meisten. Und so kann ich natürlich auch eine Firma dann in eine Richtung bewegen. Und das Thema vorgehen mit dem Mindshift auch irgendwo anstoßen. Das ist ein spannender Ansatz, also dass auch Unternehmen ein bisschen näher mit den Bildungsinstitutionen zusammenarbeiten würden. Genau.
Genau, ja. Natürlich dann auch mal jemanden holen, absolut, oder von einer Fachhochschule oder so. Danke vielmals, Philipp Sauber, für das inspirierende Gespräch. Danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei gewesen sind. Die nächste Feierabend-Inspiration findet am 13. Oktober statt. Schön, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Schönen Abend.